Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Elden Ring auf der Xbox Series X. Schön, dass ihr und insbesondere du eingeschaltet hast zu dieser weiteren Ausgabe und hier zu einer neuen kleinen Aufnahmesession in Elden Ring. Ja, erst einmal ein kleines Vorwort von meiner Seite, bevor wir dann richtig ins Spiel einsteigen, denn ich habe tatsächlich, als ich die letzte Aufnahmesession beendet habe, nochmal offscreen da nochmal ein paar Sachen erledigt. Keine Sorge, ich habe den Spielfortschritt jetzt in keinster Weise beeinflusst oder die Story irgendwie nicht vorangetrieben oder so. Das ist alles cool. Nur ich möchte euch einmal kurz ein paar Sachen zeigen, was sich denn seit dem letzten Update geändert hat, und da hat sich ein bisschen was getan. Und zwar ist es so, dass ich tatsächlich mich nochmal dazu entschieden habe, offscreen nochmal diesen Pfad noch einmal durchzujagen, ja, um einfach mal zu gucken, okay, ob ich da wirklich noch irgendwas vergessen habe oder nicht. Und da sind mir tatsächlich doch einige Sachen aufgefallen. Ja, insbesondere seht ihr hier quasi oben, was da jetzt vorher nicht war, was ich da so alles markiert habe. Das werde ich euch jetzt einmal noch mal ganz kurz im Detail erklären. Und zwar, ja, einmal habe ich hier noch mal ein Licht der Gnade entdeckt, ja, auf der Nordseite des Argeelsees. Warum ich den nicht entdeckt habe, ist mir wirklich ein Rätsel, weil wir waren da in dieser Gegend, aber okay, ne? Nehmen wir das mal so hin. Ich habe tatsächlich einen Ort der Gnade bzw. Licht der Gnade hier entdeckt. Ja, ansonsten habe ich dann nochmal ein bisschen an den Symbolen gearbeitet, ja, und tatsächlich nochmal hier und da ein bisschen für Ordnung gesorgt. Und zwar, kurz zur Erläuterung, damit es nicht zu irgendwelchen Verwirrungen kommt, die Symbole, die mit der Fahne markiert sind, das sind alles abgeschlossene Gebiete. Das bedeutet, da müssen wir jetzt nicht nochmal besuchen. Hier haben wir soweit alles eingesammelt, was es einzusammeln gibt. Ja, also von daher eigentlich so hier im Endeffekt ist es mehr oder weniger so gleich geblieben. Ja, dieser Mannequin bzw. dieses kleine Männchen hier auf dem Symbol bedeutet für uns, dass da noch ein Gebiet erforscht werden muss. Ne? Das muss jetzt nicht die gesamte Dungeon sein. Hier in dem Fall ist es zum Beispiel das Nebeltor, was wir noch durchqueren müssen, um herauszufinden, was sich da hinter der Wand befindet. Da könnten wir ja, wie gesagt, mit dem Steinschwertschlüssel da nochmal rangehen. Aber ich bin da am Überlegen, ob ich das dann noch im Laufe der nächsten paar Folgen mache oder ob ich das erstmal aufschiebe, bis auf Weiteres. Die, die mit dem Totenkopf markiert sind, die Symbole, das sind Gegner, die noch erledigt werden müssen. Insbesondere markiere ich mir damit meistens immer die Bosse. Hier zum Beispiel noch mit diesem tollen Steingräber-Troll. Und da ist tatsächlich noch ein großer Gegner. Und zwar, den wir nur nachts antreffen können. Ja, das werde ich euch, denke ich, auch nochmal in den nächsten paar Folgen zeigen. Von daher, den Gegner habe ich gesehen, keine Sorge, ich habe den auch noch nicht bekämpft oder so. Nicht, dass ihr denkt, dass ich da irgendwie unerlaubt Fortschritte gemacht habe, weil im Endeffekt möchtet ihr mich ja weiterhin auf der Reise begleiten. Und naja, ne, das liegt mir auch irgendwo am Herzen, dass ich euch da auch möglichst alles vom Spiel präsentieren möchte. Die Schatztruhe bedeutet für uns, dass du noch ein Schatz versteckt ist. Ne? Das ist ja diese tolle Parade, die da während dieses Fahrtweges da hier entlang läuft. Und tatsächlich kann man an diesen Schatz rankommen. Ja, da habe ich auch nochmal ein bisschen nachrecherchiert. Man kann tatsächlich an den Schatz rankommen. Was wir hier machen müssen, sind diese beiden Riesen auszunocken. Ja, die Gegner, die drumherum sind, die diese ganze, wie nennt man das, Kavallerie bewachen, die zählen nicht, ja? Oder die Karawane, genau, nicht Kavallerie. Was rede ich da für einen Schmutz? Natürlich die Karawane. Genau, die diese Karawane bewachen, die interessieren uns aber an der Stelle nicht. Das heißt, die beiden Riesen müssen einfach ausgeschaltet werden. Und dann öffnet sich auch erst der Schatz. Ja, das habe ich mich bei der letzten Folge so ein bisschen gewundert, wieso ich da jetzt irgendwie nicht an den Schatz rankommen konnte. Hier ist die Erklärung, wir müssen die beiden Riesen aufhalten bzw. sie umhauen, damit wir an den Schatz rankommen können. Das werden wir dann auch, schätze ich mal, in den nächsten Folgen machen. Ja, ansonsten das, was mit dem Schlosssymbol hier markiert ist, das sind Gebiete, die tatsächlich uns ein bisschen weiterführen, die wahrscheinlich auch für die Kampagne irgendwo wichtig sind. Ja, das bedeutet, beziehungsweise für die Story, das bedeutet, diese Gebiete bleiben erstmal bis auf Weiteres unberührt und wir warten so lange, bis wir dann die Karte freigeschaltet haben. Oder wenn wir in der Story vorangeschritten sind. Ja, diese Gebiete lassen wir dann auch erstmal außen vor, weil die Gegner sind in der Regel dann auch stärker. Und ich habe da jetzt, ehrlich gesagt, jetzt nicht großartig Lust, mich da irgendwie die ganze Zeit durchzuquälen.
Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Die mit dem Diamantsymbol wiederum markiert sind, das sind noch Sonderobjekte, die eingesammelt werden können, weil ich habe da hier per Zufall so einen Skarabäus entdeckt, der nochmal was ganz Besonderes für uns bereithält. Und ja, ansonsten war es das eigentlich soweit von den Symboliken her. Also wie gesagt, ich habe da hier und da so mal ein bisschen angeordnet. Den Ägäissee habe ich jetzt in der Mitte als komplett abgeschlossen markiert. Ja, das heißt, hier müssen wir eigentlich nur noch den Endboss zum Beispiel noch besiegen, beziehungsweise den Endboss von diesem Dungeon. Und ja, die Bereiche tatsächlich, da sind noch neue Markierungen hinzugefügt worden, die wir uns noch mal anschauen können. Und diese Bäume beziehen sich dann auf Ereignisse, die auf jeden Fall noch erkundet werden müssen in diesem Gebiet. Ja, also von daher ein bisschen, hoffe ich mal für euch, dass es übersichtlicher ist. Für mich ist es auf jeden Fall ein bisschen übersichtlicher, auch wenn es manchmal mit den Symbolen hier und da nervt. Aber so habe ich persönlich ja dann auch irgendwo den Überblick tatsächlich, wo wir schon waren, wo wir noch gehen müssten. Und ja, das soweit erstmal zu dem kleinen Thema. Ansonsten haben wir soweit die obere Karte hier freigeschaltet, was ja auch nochmal interessant ist. Ja, dann ansonsten habe ich da noch an der Ausrüstung nochmal dran gefeilt und ich habe da tatsächlich was Interessantes rausgefunden. Und da geht erstmal ein riesen Dank auf jeden Fall an euch raus für das Feedback. Und zwar nämlich haben Waffen ja unterschiedliche Schadenstypen. Ja, hier die Doppelklinge zum Beispiel, die ich jetzt aktuell ausgerüstet habe, wo ich sagen muss, dass ich die super gut finde, halt so für Long Range Kämpfe. Die haben ja zum Beispiel einen bestimmten Schadenstyp. Hier in dem Fall haben wir zum Beispiel Standard- und Stichschaden, den wir gegen Gegner austeilen können. Bei unserer Ujgdana hingegen haben wir Schnitt- und Stichschaden, ja, was ja nochmal ein bisschen zu unterscheiden ist. Und der Flegel besitzt Schlagschaden, ja. Macht ja auch irgendwo, glaube ich, Sinn, oder? Dass man da quasi mit dem Schlegel, genau, mit dem Flegel auf einen Gegner einschlägt und wir den dann so kaputt machen können. Und dass die unterschiedlichen Bosse und Gegnern dann auch dementsprechend unterschiedliche Resistenzen besitzen. Und da bin ich tatsächlich auf die Gedanken gekommen, natürlich auch mit eurer Hilfe, natürlich, dass der Steingräber-Troll zum Beispiel, ne, mit dem wir die ganze Zeit mit dieser Uchi-Katana gekämpft haben, dass er ja unsere Schnittangriffe immer abgeprallt hat. Und angeblich soll die Flegelwaffe ziemlich gut gegen ihn sein, weil der macht Schlagschaden. Ja, das ist ja quasi so, als würde man auf den Gegner unnötig drauf einkloppen. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir mit dieser Waffe dann keinen Rückstoß abbekommen, was ziemlich gut für uns ist, weil dann können wir schneller auf seine Angriffe reagieren. Könnten wir irgendwann mal ausprobieren. Dahingehend habe ich mich dann natürlich für die drei Waffen dann entschieden. Dann können wir dann immer wieder mit dem Steuerkreuz dann umswitchen. Ansonsten bei der Rüstung bin ich auch mehr oder weniger gleich geblieben. Ich habe da hier und da ein bisschen nochmal was angepasst, weil wir ja auch ein paar neue Rüstungsteile bekommen haben. Unter anderem, naja, altes Aristokratengewand, was ich jetzt in den letzten paar Folgen so ein bisschen außer Acht gelassen habe. Aber die habe ich natürlich nicht vergessen. Und kettenbesetzter Tabard, das ist ja auch zum Beispiel eine neue Rüstung, die wir bekommen haben. Und wie ihr seht, haben sie auch unterschiedliche Werte. Und ich habe da weiterhin, glaube ich, dieses Soldatenwappenrock, weil ich denke, damit haben wir auch, glaube ich, die besten Resistenzen. Zumindest was den physischen Schaden angeht. Ja, wenn es mehr auf Elementarschaden ankommt, dann wäre die Stoffkleidung natürlich am besten. Nur damit ihr da so ein bisschen einen Überblick habt. Ansonsten mit den doppelten Gegenständen müssen wir mal gucken, ob wir diese aufwerten können, weil es bringt ja nichts, wenn wir jetzt von der Sorte jetzt die gleichen Gegenstände haben. Und wenn die sich nicht upgraden lassen können, dann könnten wir eigentlich die Gegenstände ja verkaufen, ne? Weil dann kriegen wir ein paar Runen und können dann vielleicht dadurch nochmal andere Sachen kaufen, die für uns vielleicht irgendwo ein bisschen nützlicher ist was. So, ja, dann habe ich bei den Tränken noch mal ein bisschen mal was abgeändert. Mit den Himmelstränen habe ich da jetzt doch noch mal wieder einen hinzugefügt. Mit den Popo-Tränen sind wir wieder auf 3 zurückgegangen. Das hat einen schönen Hintergrund. Und zwar habe ich ja die ganze Zeit irgendwie bemängelt, ja, warum können wir denn zum Beispiel keine Talente bei diesen Waffen anwenden? Und tatsächlich ist es so, das habe ich irgendwie auch ein bisschen per Zufall rausgefunden, offscreen. Und zwar, die Talente funktionieren von den Waffen, wenn wir das Schild nicht ausgerüstet haben. Und jetzt schaut euch das an.
Na, ihr seht schon, ne? Also mit LB können wir tatsächlich Talente anwenden, nur unter der Voraussetzung, dass wir kein Schild benutzen. Weil je nachdem, welche Waffe wir links ausgerüstet haben, können wir auch mit der linken Waffe dann halt Talente anwenden. Hier zum Beispiel die Parade, was uns eigentlich gefühlt nichts bringt. Aber wenn wir das Schild zum Beispiel wegtun, dann können wir ja zum Beispiel mit der Waffe hier, mit dem ich jetzt interagiere, dann über die LB-Taste dann unser Talent anwenden. Und wir haben ja im Endeffekt immer dann mit normalen Angriffen gekämpft. Ja, das bringt für uns jetzt ein bisschen Varianz rein tatsächlich und vielleicht auch gegenüber größere Gegnerhorden dann auch eventuell den einen oder anderen Vorteil. Mal gucken, wie oft und wie intensiv wir das benutzen werden. Aber ja, auch so ein nettes kleines Detail, was wir jetzt rausgefunden haben, nach mittlerweile gut 25 Folgen. Ey, manchmal schäme ich mich echt so ein bisschen im Boden, ne? Ich meine, uns wurde beim Tutorial erklärt, wie das Ganze hier funktioniert. Und ich voll Depp habe das, glaube ich, erst in der 25. Folge oder so kapiert. Ah ja, da kann man, glaube ich, noch Talente anwenden. Nebenbei, wenn wir die Angriffe machen, dann verbraucht das FP, beziehungsweise Mana-Punkte. Und deswegen habe ich mir da jetzt extra nochmal die Flasche mit den Himmelstränen getan, ne? Weil ich doch gerne jetzt möchte, dass wir jetzt in den nächsten Ausgaben so ein bisschen mehr mit den Spezialangriffen arbeiten. Und drum spielt auch jetzt wenigstens die Kriegsasche dann auch endlich mal eine größere Rolle. Ne? Finally. So, dann ansonsten hätte ich dann gesagt, dass wir im Laufe der nächsten, schätze ich mal, ein paar Folgen dann wieder so eine kleine Geschichtsstunde machen, weil wir ja doch ziemlich ein paar neue Gegenstände eingesammelt haben. Und diese Gegenstände haben ja auch natürlich wie immer eine kleine Geschichte und die würde ich dann auch euch gerne präsentieren wollen, weil man ja im Zuge des Gefechts gegen andere Gegner man ja auch in der Regel nicht dazu kommt, hier die Gegenstandsbeschreibung vorzustellen. Und wer weiß, vielleicht birgt sich ja der eine oder andere Hinweis. Was sich lohnen würde, tatsächlich sich das mal anzuschauen. Und ja, dass er dann, glaube ich, die nächsten paar Parts kommt. Dann wird es dann unter dem Folgentitel Storytime mit den kleinen Dämon sein. Und dann gibt es dann Teil 2 von, was weiß ich, Teil unendlich gefühlt. Puh, das hat lange gedauert hier, dieses Vorwort, ne? Aber jetzt kommen wir aber auch endlich mal ran an die ganze Sache. Ich habe da auch so ein bisschen mir die Gegenstände nochmal angeschaut hier und da. Also offscreen habe ich da ein bisschen was gemacht, aber keine Sorge, ich habe kampagnentechnisch gar keinen Fortschritt gemacht. Ja, also ich habe nur das Gebiet einmal nochmal erkundet, um sicherzugehen, dass wir da wirklich nichts vergessen haben. Und tatsächlich haben wir noch ein paar offene Ereignisse, die wir uns vielleicht nochmal anschauen können. Und ich werde mich auch jetzt darum bemühen, dass die Folgenlängen jetzt wieder mal ungefähr bei einer halben Stunde bis maximal 35 Minuten sein werden, weil die letzten Folgen doch ziemlich lang waren, muss ich sagen. Diese Folge wird jetzt nochmal eine Ausnahme bleiben, da werde ich jetzt ein bisschen ein paar Minütchen nochmal extra drauflegen, aber so ab den nächsten Folgen bemühe ich mich, wie gesagt, darum, dass wir dann ungefähr das in 30 bis 35 Minuten machen. Das ist ja dann zum einen für mich angenehmer zum Rendern, ne, weil dann muss das Videoschnittprogramm weniger arbeiten und dann kann ich die Folgen für euch auch dann dementsprechend früher hochladen. Und für euch ist es dann auch, glaube ich, irgendwo angenehmer, weil ich denke mal, die meisten von euch wollen jetzt auch keine Stundenepisode anschauen. Ich denke mal, eine halbe Stunde ist, denke ich mal, wirklich das Optimum, was man da so machen kann. Ja, jetzt war es, glaube ich, wirklich mit dem Vorwort. Ich würde mal sagen, ich habe mir jetzt tatsächlich doch einige Punkte auf mein Handy aufgeschrieben. Da mache ich mir normalerweise so ein bisschen meine Notizen. Und ich hätte jetzt gesagt, wir erkunden jetzt auch einfach mal die letzten Ereignisse, die für uns noch offen geblieben sind. Und die Bossgegner, die widmen wir uns dann vielleicht dann ganz zum Schluss, bevor wir dann durch das Sturmtor gehen. Wir werden nicht alle machen tatsächlich, ich werde auch einige offen lassen, aber ich denke mal, gegen den Steingräber-Troll zum Beispiel dürften wir vielleicht jetzt bessere Chancen haben. Ja, sagte, und dann werden wir uns wieder komplett verzweifeln. Und mal gucken, ne, der dunkle Kavallerist, der ja quasi noch auf uns wartet, ne, das ist nochmal ein neuer Gegner. Der könnte auch nochmal ziemlich interessant werden. Genau. Ja, das heißt, das obere Gebiet schauen wir uns jetzt nochmal an. Aber wir beginnen erstmal mit dem kleinen Abschnitt, ja, dass wir das nochmal machen können. Ne? Weil vielleicht haben wir hier und da nochmal ein paar nette kleine Objekte und Gegenstände, die wir einsammeln können. Die uns auch vielleicht möglicherweise weiterhelfen, hätte ich jetzt gesagt. So, könnte ich jetzt auf die andere Seite springen?
Das ist ein toller Folgenstart, würde ich schon fast sagen. Ah, wir kommen hoch. Nice. Ach, Sturmwind, was würde ich nur ohne dich machen? So, ja, da fliegen unsere Vögelchen dahin. Und hier seht ihr, da haben wir noch einer. Ne? So. So, einen dunklen Schmiedestein haben wir bekommen. Okay, ich dachte, vielleicht hätten wir jetzt ein bisschen was Besseres bekommen, aber gut, nehmen wir ja mit. Ja, und ansonsten, nebenbei habe ich offscreen dann nochmal ein paar goldene Runen eingesammelt der Stufe 1. Irgendwann nützen sie uns ja auch, um ehrlich zu sein, nichts mehr, aber... Naja, wenn man es hat, dann hat man es. Okay, wir sind jetzt in das andere Gebiet vorgedrungen. Da ist nebenbei ein Licht der Gnade, aber da wollen wir jetzt natürlich nicht hin. Damit würden wir uns quasi ja den weiteren Storyverlauf spoilern. Ja, weil ich möchte mir das Ganze jetzt doch so linear wie möglich halten. Ne, wenn wir uns jetzt nur in das Gebiet uns zu begeben haben, dann ist es ja auch dementsprechend so. So, nehmen wir mal die Markierung raus. Und ja, ich würde mal sagen, dann wandern wir erstmal ein bisschen los. Das haben wir ja schon. Dann haben wir ja natürlich noch ein Skarabäus, was uns hier noch fehlt. Was seid ihr denn? Okay. Ha? Euch hatte ich noch, glaube ich, noch nicht gesehen bisher, ne? Hm. Ja, gut. Jetzt können wir mal zeigen, was wir drauf haben. So. Boah, wie die letzten Affen seid ihr unterwegs. Hä? Boah. Aber die Waffe ist wirklich ziemlich nice, muss ich sagen. Oh! Wir haben einen Bug im Spiel entdeckt. Der hat sich hier einfach so in diesen Stein hingebackt. Nice. Ey, aber guckt euch das an. Ey, die Doppelklinge macht aber super Job auf jeden Fall. Boah, und ohne Schild sind wir sogar ein bisschen agiler unterwegs. Ja, wir sind da wirklich ein bisschen agiler unterwegs. Wie geil ist das denn? Das ist doch mal eine schöne Sache. Boah, hätte ich das nur früher gewusst. Natürlich ist das Schild irgendwie weiterhin wichtig, klar, aber für die Doppelklinge brauchen wir das jetzt nicht unbedingt. Ne? Lieber nehme ich das Ganze halt in Kauf, dass wir dann Long Range dann kämpfen können, also über eine größere Distanz. Aber cool. Schöne Sache. So. Ja, dann gehen wir mal weiter. Da würde ich jetzt aber... Ah, okay, da kann ich sowieso kein Schild ausrüsten. Aber, ich glaube, hier war ja doch noch was, oder? Okay. Na, der will gegen uns messen. Das soll er von mir aus das machen. Mir egal. Greif mich doch an. Tja. Du bist absolut chancenlos, ne? Ach ja, ich bin absolut tief entspannt, ne? Also die letzten paar Folgen, muss man sagen, also war zum größten Teil wirklich ein bisschen mit Frust bespickt, muss man sagen. Aber mittlerweile bin ich doch ein bisschen geskillter, muss ich sagen. Ne? Natürlich diese Ritter... Der da auf diesem Pferd reitet, der bereitet mir immer noch so ein bisschen Kopfschmerz, aber das ist jetzt nicht so wild. Der kann uns erstmal egal sein. Aber. Geil! Kriegsasche Eisener Wille haben wir bekommen. Coole Sache. So. Na? Oh, Alter, ich finde die Doppelklinge ziemlich geil, muss ich sagen. Oh, und Dolch haben wir auch noch bekommen. Na?
Trau dich! Oh. Oh, dieses Talent einzusetzen ist so cool. Ja, nochmal Soldatenstulpen. Ja, gut. Also ab und an kann man vom Gegner nützliche Ausrüstung bekommen. Nützlich. Dolch haben wir bekommen. Das ist cool auf jeden Fall. Aber gut ist die Waffe eigentlich, glaube ich, nicht, oder? Ja, die können wir auch zumindest schon mal benutzen. Das ist immerhin etwas. Aber im Gegensatz zu der... Die ist ja teilweise besser als die Reduvia. ETF. Also die teilt schon mal deutlich mehr Crit-Schaden aus. Boah. Krass. Unerwartet, muss ich sagen. Unerwartet. So. Ey, ich muss euch sagen, ne, die Doppelklinge macht da super coolen Eindruck. Oh, das könnte wirklich meine Lieblingswaffe werden. Ey, ich sag euch das wirklich, ne? Die Doppelklinge könnte wirklich meine Lieblingswaffe werden. Boah, macht das Spaß, mit dem Ding zu kämpfen. So. Wollen wir mal gucken. Okay, Patches ist immer noch da. Das kann mir aber erstmal geschoren bleiben. Da könnten wir hin. Und das mal ein bisschen anschauen. Und da könnten wir hin. Ja, komm. Ja, aber sagen, wir haben ja eh erstmal nichts zu verlieren, dass wir uns dorthin begeben. Ach so, nebenbei. Während ich offscreen da ein bisschen weitergemacht habe, ist Bock komischerweise verschwunden. Na, also, falls ihr euch fragt, wo der sich befindet, ich habe gar keinen Plan? Wieso rollt der? Möchte ich mich mit dir anlegen? Nee, ne? Ja, will er aber auch nicht, alles klar. Ja, weil gegen den Ritter habe ich ja jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht so großartig Lust zu kämpfen. Ja, wahrscheinlich ist das ein tolles Mitglied der Getreuen hier. So, nochmal eine Roverfrucht. Also Roverfrüchte findet man ja komischerweise sehr, sehr, sehr oft, ne? Lustig, dass dieses Tier irgendwie rollen kann. Erinnert mich so irgendwie so ein bisschen an so ein Pokémon damals. Weiß jetzt gerade den Namen hier nicht mehr. Aber der konnte auch hier ständig nur die ganze Zeit rollen. Ne? Das war so geil. Damals, ne? Ich sag euch, Doppelklinge, ne? Die macht alles besser. Nice. So, da müssen wir hin. Zum Gebiet zu gelangen. Ja, müssen wir wohl darüber gegen den Ritter jetzt kämpfen, ne? Ja, wobei, wir können den eigentlich auch vielleicht umgehen. Wir müssen uns jetzt nicht unbedingt mit ihm anlegen. Bringen uns halt gut Runen, aber mehr auch im Endeffekt nicht, ne? Na, da haben wir noch einen. Ah, okay, das ist das Lager. Den haben wir aber schon bereits gemacht. Ne, weil... Interessant ist tatsächlich dieser Ort. Ne, das ist so eine Statue. So, mit ein paar Erdenblattblumen. Also, ich glaube, das sieht irgendwie so aus wie so ein Grabenaal, oder? Oh, guckt euch mal den Mond hier an. Das ist ja ziemlich nice. Weil es eigentlich kein Mond ist, ne? Das ist ja mal was anderes. Oh, schon wieder weg. Weil der Regen wieder eingebrochen ist. Also bevor wir dann wirklich in Richtung Sturmtor aufbrechen, ja, da müssen wir aber wirklich noch ein paar Sachen verkaufen. Nochmal so eine Händlerfolge einpflegen. Was ist das eigentlich überhaupt? Godric der Goldene, gedemütigt. Michaelas Klinge zwang ihn in die Knie. Nun fleht er um Gnade.
Okay, was hat das jetzt für uns zu bedeuten? Also ich kann jetzt nicht viel irgendwie draus herleiten. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Warte mal, gedemütigt. Michaelas Klinge zwang ihn in die Knie. Nun flehte um Gnade. Also Michaela hat den anscheinend besiegt. Und bittet bei ihr um Gnade, um weiter leben zu können, vermute ich, oder? Aber was ich mich eigentlich so mehr frage, ist, hat diese Statue irgendwie eine Bedeutung? Also, ob man da irgendwie so einen coolen Gegenstand bekommt oder so, wenn man dem Ereignis folgt? Das frage ich mich wirklich, weil, ne, ich denke mal, das ist hier jetzt nicht wahrscheinlich ohne Grund, ne? Ja, gut. Ja. Keine Ahnung. Wir lassen das erstmal. Wobei, wir markieren uns das erstmal einfach mal als, ja. Behalten das mal erstmal im Hinterkopf, würde ich sagen. Ich höre was. Ja, da ist wieder dieser Ritter. Der kann von mir aus gestohlen bleiben. Da gehen wir einfach mal weiter hoch. Also wie gesagt, ich habe ja offscreen da ein bisschen die Gebiete abgefahren. Von daher kenne ich die Wege. Aber euch möchte ich sie ja dennoch zeigen, weil die ja doch ziemlich interessant sind an der einen oder anderen Stelle. Okay, hier können wir jetzt Kriegsasche verwenden. Ah, da hat uns jemand gespottet. Na gut. Der will anscheinend sich mit uns anlegen. Ja. Süße Rosine. Ja, können wir dem bei Sturmwind geben, um dem erhöhten LP-Regeneration zu gewähren. Ja, wir haben dafür einen Heiltrank wieder bekommen. Das ist doch ziemlich großzügig. Ja gut, wenn er als Einzelner irgendwie die ganze Zeit hier unterwegs ist. So, das ist auch ziemlich interessant hier. Ah, da ist noch einer. Na, willst du auch eine Abreibung haben? Ich hätte nichts gegen. Kannst ruhig herkommen. Traust du dich? Ich trau mich nicht. Batterien sind leer, das ist kein gutes Zeichen. Der könnte es fast erledigen. Das ist vielleicht nicht so ganz nice. Wow! Was für ein krasser Skiller bist du denn? Du bist aber mächtiger Killer, ey. Der ist ja ziemlich krass im Nehmen gewesen. Habt ihr mal diesen Jump hier gesehen? Respekt. Also, dass du da noch erweiterte Moves hast, finde ich stark. Was ist das eigentlich? Hey, nein, 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 nein. Ne, lenk mich jetzt bitte bloß nicht ab. Ha. Okay. Ich höre da immer so ein Brüllen, ne? Ich hoffe, ihr hört das auch. Ich glaube wahrscheinlich, es kommt von den Riesen da oben. Hätte ich jetzt gesagt. Fulgurblüte. Okay, wir dürfen uns vermutlich wahrscheinlich nicht von den Blitzen treffen lassen, hätte ich jetzt gesagt. Wow. Okay, die würden uns ja, glaube ich, alle erledigen, aber wir können diese Blüten sammeln.
So. Ich glaube, könnte sowas wie so eine Art kleiner Showdown sein für uns. So. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, was ich da jetzt gerade sage, aber... Ah! Okay, die Blitze werden zumindest weniger. Ja, es sind wahrscheinlich die Riesen da oben, die so ein bisschen hier Krawalle machen. Aber trotzdem kommen die Blitze. Interessant ist halt natürlich, von woher die Blitze kommen, ne? Es gibt irgendwie so wirklich kein richtiges Indiz dafür. Oh, warte mal kurz. Ach, eine goldene Rune. Okay, ziemlich uninteressant. Ja, hier können wir uns dann hochspringen. Das würde uns ja quasi in das Gebiet bringen. Ich glaube, das wäre aber schon eher so die andere Seite, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Schauen wir uns vielleicht mal die Seite uns noch mal ein bisschen an. Vielleicht entdecken wir hier noch irgendwas. Auf einmal kommt da jetzt irgendwie so ein Zwischenboss oder so, den wir ja gar nicht haben kommen sehen. Hey, aber hier, guck dir mal an. Überreste plündern. Ein Schmiedestein. Oh, ja, guten Morgen. Ich will mich jetzt eigentlich nicht unbedingt mit dir anlegen. Okay, tschüss. Weil du bringst mir nichts. Hatte. Verfolg mich nicht. Du sollst mich nicht verfolgen, habe ich gesagt. Lass mich in Ruhe, okay? Ich habe dir nichts Böses getan. Zieh dich zurück in dein Loch, von wo du hergekommen bist. Wieso kann ich nicht auf die Karte eigentlich zugreifen? Hä? Ich kann nicht auf die Karte zugreifen. Okay. Ja, der kam von oben, ne? Ja, auf den Riesen habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keinen Bock, muss ich sagen. Also, ich glaube, theoretisch könnten wir den eventuell sogar platt machen, aber... Ja, der bringt uns ja nur 1000 EP und mehr auch nicht. Ja, ansonsten hier oben gibt es ja eigentlich nichts irgendwie mehr zu entdecken, oder? Na gut. Dann belassen wir das hierbei. Da ist vielleicht noch was. Okay, das sind die ganzen Wölfe, aber die haben wir ja auch schon in der letzten Folge mehr oder weniger den Garaus gemacht. Kommt dieser Riese eigentlich wieder hoch? Boah, meine Veranstaltung hier so richtige Kotzbuddy, ey. Aber reizt mich doch schon irgendwie zum Turm hochzugehen, würde ich schon fast meinen. Ah, mal gucken mal. Solange der uns da nicht juckt, ist alles gut. Aber ich glaube, der ist auch oben, ne? Der Turm. Ja. Na gut, vielleicht haben wir hier noch irgendwas. Aber das sieht mir eher nach Nein aus. Mehr Nein nach als ein Ja. Nope. Okay. Na ne, dann haben wir das Gebiet eigentlich auch schon mal abgefrühstückt. Fulgurblüten können halt sehr interessant sein, ne? Vielleicht sind das irgendwie vermutlich Materialien, die so ein bisschen irgendwie für Blitzresistenz sorgen können. Aber wieso da die ganze Zeit Blitze draufschlagen, verstehe ich nicht, noch nicht so ganz. Insbesondere, was passiert, wenn wir von dem Blitz getroffen werden? Sterben wir instant oder nicht? Ist hier die Frage. Hey!
Mann, warum sind die Tiere so aggressiv gegenüber mich? Ich habe doch nichts Schlimmes getan. Leute, chillt doch mal eure Bases. Darf ich mich auch jetzt nicht nur auf den Deckertour mal begeben? Okay, ich dachte, hier kommen wir irgendwie hoch, aber tun wir leider nicht. Ha. Hm. Nee, kommen wir leider nicht hoch. Okay. Hat's die Sache geklärt. So, haben wir hier noch irgendwas? Irgendwie eine Leiche, die wir eventuell übersehen haben können, aber ich glaube, das sieht ja auch eher nach Nein aus. Nö. Ja, hier sind noch die zwei Geigen. Geigen, genau. Die zwei Adler. Richtig, die zwei Adler, nicht die zwei Geigen. Ey, wie komme ich denn bitte auf einmal auf dieses verkackte Wort? Boah, bin ich schon fast maximal lost, ne? Und dabei hat die Aufnahmesession noch gar nicht mal so richtig begonnen. Trainerslilie. Ah. Okay, nice. Ein bisschen seltener hier zu finden. Das Gebiet haben wir schon mal so ein bisschen ausgekundschaftet. Von daher brauchen wir hier jetzt nichts mehr. Ja. Okay, also das Gebiet haben wir jetzt anscheinend abgehakt. Das ist jetzt nichts Besonderes gewesen, außer wir konnten halt jetzt diese Blüten hier aufsammeln. Also wie gesagt, diese Statue, die würde ich mir noch offen lassen tatsächlich. Na, weil ich denke mal, die wird irgendwie schon eine größere Bedeutung haben. Ja, ansonsten hätten wir eigentlich so gut wie alles durch, ne? Ja. So, mehr haben wir auch nicht, eigentlich. Also, doch. Abgesehen davon, diese Gebiete, aber gut, die brauchen wir jetzt erstmal nicht weiterzugehen. Na, dann halten wir noch den Schatz offen. Den könnten wir auch noch angehen. Vielleicht in der nächsten Folge einfach mal probieren, tatsächlich, ob wir schaffen, die beiden Riesen zu besiegen und dann uns den Schatz zu krallen, weil ich habe mich schon spoilern lassen, was da drin ist und da könnte ein ziemlich interessanter Gegenstand auf uns warten. Ja, und dann natürlich der dunkle Kavallerist, ne? Je nachdem, wie der Tagesverlauf ist, können wir ja mal gucken, ob, wenn es nachts ist, dass wir dann gegen diesen Ritter kämpfen und wenn es tagüber ist, dann vielleicht gegen dann die Karawane hier raiden. Und ja, ansonsten bleibt da eigentlich nicht mehr so viel, was wir noch machen können, ne? Also, würde ich jetzt eigentlich sagen, ne, mit dieser kleinen Extralänge, ja, die ich euch auch ein bisschen spendiert habe, war es das mit der heutigen Ausgabe von Let's Play Elden Ring. Wenn euch diese heutige Folge gefallen haben sollte, dann lasst gerne eine Bewertung auf dieses Video da, sei es ein Daumen nach oben oder einen netten Kommentar eurerseits. Und genauso könnt ihr mir auch gerne konstruktive Kritik da lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Ausgabe von Let's Play Elden Ring auf der Xbox Series X wieder. Habt einen schönen Tag, bis dahin und haut rein!